Puh. Weg damit. Nein. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ja, ich möchte alles mitnehmen hier. Und für diese paar Teile hole ich mir nicht extra irgendwen her. Das ist dann auch mir irgendwie zu blöd sonst. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Ja, na, das war doch. Na. Alter. Hey, hier war ich schon mal. Was ist da hinten für ein Gebäude? Kann man da rein? Nee, von hier garantiert nicht. Oder ist das einfach nur ein doofes Gebäude? Ist einfach nur doof. Ist mal voll für den Arsch, wa? Zeit nach Hause zu gehen. Ja, ach, ich hab ihn vergessen jetzt. Jetzt komm doch mit hier. Willst du nicht mitkommen? Pfeife die. Ehrlich. Wo ist denn jetzt unser Haus? In der Richtung? Ja. Wir haben gar keinen Platz mehr hier. Hey, jedes Mal dasselbe. Traurigkeit. Moralprobleme. Ah, ich habe auch so Moralprobleme. Bist du das schon wieder? Nö. Bist du das? Nein, Eddie schon wieder. Eddie, du sollst mal langsam klarkommen hier. Wir können nicht alle 20 Minuten rausgehen. Wie mit dem Hund. Gassi gehen. Komm, Eddie, wir gehen Gassi. So, dann brauchst du nicht mehr weinen. Du alte Memme. Komm her. Genau, ich habe nicht mal geguckt, wo wir hinwollen. Zu einem Haus, wo wir schon mal waren. So. Ich kann nicht mal zielen. Ah, wunderschön. Wunderschön sowas. It's making you feel any better? I don't know. Yo. Well, go ahead, lead the way. Noch voll viel hier und ich habe keinen Platz in der Tasche, wa? Komm, wir gehen zurück nach Hause. Kein Nerv zu hier irgendwas zu machen. Ich will da raus. Nein. So einfach ist das. Na komm. Los, hinne. Listen, I understand where you're coming from. We've all lost a lot.
Nah, that's it. You just seem like you needed to get out of your shell a little bit. Maybe. Oh Mann. So, deine Allmoral-Probleme. Geht's jetzt wieder besser? I appreciate your concern. Really, it means a lot. I'm glad. So, Melancholie. Ach, er. Ach, du immer und deine Melancholie, du. Was ist denn hier los? Was kann ich denn heute noch tun? Ich weiß ja nicht, was ich tun sollte, müsste. Was ist denn zum Jagd? Schutzweste. Ach, da ist der. Ach, da ist der. Ja, dann gehe ich da mal hin. Den schaffe ich auch so. Mir mein Auto und fahren einfach über den Haufen. Ich frage mich im Ernst, wo die ganzen Menschen herkommen. Also die ganzen alten Zombies hier. Ich muss auf die andere Seite, okay. Und dann fahre ich ihn einfach über den Haufen, oder wie? Ich weiß, wo der ist. Nicht. Da vorne irgendwo. Hallo? Hä? Come on. I got nothing left. Hallo, warte. Verstehe ich jetzt nicht. Ich wäre ein Zombie, den ich über den Haufen fahren könnte. Legen wir los. Ja, jetzt. So nach dem Zombie mit der Schutzweste. Alter! Das war nur der Beginn der scheiß Mission. Ich drehe durch. Stehen sie so komisch da rum, ha? Das bringt total. Hallo, guten Tag. Ist jemand zu Hause? Wir suchen einen bestimmten Herrn mit einer Schutzweste. Könnte so grün-weißliche Haut haben irgendwie. Ein bisschen gammelig aussehen, aber sonst geht's ihm gut. War das? Wir haben ihn direkt gefunden, lol. Dann können wir gehen, wa? Ich will hier mal. Ach nee, ich will hier nichts. Ich will hier gar nichts. Ich will nach Hause. Stehen sollte. Die Lebende in Schwierigkeiten. Ja, ist tot. Sehr schön. Jetzt hängt sie hinten an dem Auto, Alter. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Hier gibt es so viel und ich kümmere mich kaum irgendwas. Ja. Attention citizens. We've had reports of armed civilians attempting to force our patrols to provide supplies. Ich bin alleine. Be advised that I have authorized all troops to respond to such measures with lethal force. For your own safety, remain in your homes and wait for this to blow over. Jetzt klingelt's an meiner Tür. Scheiße. So, hallo. Ich habe gerade unerwartet Besuch bekommen und muss jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und würde dann sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann! Hallo und willkommen zurück zu State of Decay. Ja, heute mal mit dem Markus mal wieder. Oder so, ich weiß gar nicht, wen wir letztes Mal hatten. Oder wen ich eigentlich vorhatte zu nehmen. Weißt du, ich starte einfach immer das Spiel und dann zack, habe ich die Figur und dann laufe ich damit los.
Was habe ich denn schönes? Das kleine Schwert und das SKS. Sehr schön. Und dann kümmern wir uns einfach mal um die Mission, die da unten angezeigt ist. Machen wir heute einfach mal so. So, ein Auto. Mich diesen bescheuerten Kackwagen mit. Ach, das ist... Nee, das ist nicht mehr der andere, oder? Schon unterwegs, sehr schön. Ja, ich klinge gerade ein bisschen platt. Es liegt daran, dass ich gerade von der Arbeit komme und Nachtschicht hatte und jetzt ist erst morgens. Und ich bin total im Arsch. Aber ich muss das trotzdem tun, weil ich heute meinen Tag umdrehen muss. Sonst nehme ich immer nachmittags auf, nachdem ich geschlafen habe. Aber das funktioniert heute nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich zur Post muss nachher. Um da erstmal auf den Tresen zu scheißen. Ganz groß. Es geht ja nicht, dass sie immer nur... immer wenn ich... auf was Wichtiges warte... einfach nur einen gelben Zettel in den Briefkasten reinschmeißen. Ja, wir waren hier. Toll. Well, what do you think? It's a car. It's for me? Sure, why not? I've amassed a fair little collection since this business went down. I can spare one for a new friend. It's all about people pulling together, after all. And speaking of pulling together, I wonder if you wouldn't be able to do me a favor. The folks out at the old Ballard homestead have been having trouble with one of their trucks. I happen to have some parts to spare, so I was figuring on running them out there. Don't suppose you'd be interested in taking this little beauty for a test drive? Happy to help. I knew I could rely on you. By all means, you drive. It's not too far. Steigen Race Auto. Na, sehr schön. So, und was sollen wir tun? Liefer die Güter ab. Okay. Mal gucken, wohin. Oh. Hä? Soll ich denn da hinkommen? Aus der Stadt raus. So, was ich erzählen wollte. Ja, Post. Ich guck da gestern Abend rein, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und sehe gelben Zettel. Denke mir, scheiße. Warum kann er nicht klingeln? Ich meine, ist er zu unfähig dafür oder was? Ich meine, es ist so schwer, meine Klingel zu suchen. Die ist direkt an der Wand da, wo die Briefkästen sind. Ich weiß nicht mehr, ob ich richtig fahre. Doch. Ich meine, das muss doch nicht sein, irgendwie, dass ich da immer hinterherlaufen muss, um an meinen Scheiß zu kommen. Was ist denn hier? Oh. Haus mit Zombies. Ja, nee, das gibt's nicht. Und heute erwarte ich eigentlich noch ein Päckchen. Ich habe das eigentlich heute alles erwartet. Und nicht gestern. Aber trotzdem finde ich es ziemlich kacke, dass ich das jetzt nicht direkt bekommen habe. So, was muss ich tun? Ich soll die Zombies mal aufhören. Ach, da auch noch. Ach, lol. Oh, wohin geht's denn jetzt? Ach, da auf die Farm. Hallo, Farm. Hey, Ray, good to see you. Howdy, folks. Heard you were having some engine troubles. Figured I'd drop by with some spare parts and see if we can't get the old girl back on her feet. I owe you one. Don't even worry about it. I'm happy to help. Say, you got any spare lumber in your barn there? I know some folks who are running a little short. Oh yeah, sure. Help yourself. Don't mind if I do. Thanks. As for you, you take care out there. And enjoy the ride. I'm sure I'll see you around. So, sehr schön. Und jetzt? Stehe ich hier drauf rum, wa? Was ist das? Ja, komm, das mache ich jetzt einfach so. Weil ich gerade in der Nähe bin. Was wird mir jetzt angezeigt, hä? Ungehorsam, achso.
das ist das. Kann ich das blöde Auto da nehmen? Negative, Charlie 6. Hold position. I'm on the move. Okay, ja. Watch yourself out there. Jo. Die Tiere sind alle dort. Wo will ich eigentlich hin? Hä? Wie doof oder so? So, ich muss in die Richtung. Ja. Nochmal wegen meinem Postproblem. Ich muss da noch. Kann ich da darüber? Ja, wenn ich genug Schwung hätte vielleicht. Feldressourcen? Ach, ich kann die Dinger finden. So, ja, wegen meinem komischen Postproblem. Da mache ich eben mal nur eine Kurzaufnahme. Eine knappe Stunde vielleicht. Nichts gefunden. So, weil ich da ja zur Post muss. So. Das war cool. So, hier. Er ist aus Stahl. Oh, Kollege. Ach so, ich dachte schon. Das ist so ein blöder Zombie. Zack. Oh. Ihr Schweine, ihr. Weil ich euch über den Haufen fahre oder was? Könnt ihr nicht alle mit einsteigen? Nö. Natürlich nicht. Rücksichtslose Fahrweise. Natürlich. Und darum mögen sie mich jetzt nicht mehr. Und wir müssen da rein. Natürlich. Die ganze Zeit doof in der Gegend rumeiern. Ich kämpfe mit Gummiknüppeln, ich kämpfe mit meinem Schwertchen hier. Ach, wie süß. Well, that was exciting. Whatever you say. Alright, alright. I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine. Tell you what, I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey. And they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, we should get moving. That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around. So. Verzweifelte Leute, ja. Was ist denn das hier? Ressourcen. So, es könnte mein Zuhause werden hier, oder was? Will ich das? Hi. Nein, ich will das nicht. Ich will den Ausgang finden. Wo ist der scheiß Ausgang? Da. Was willst du tun? So. Wo steht denn das andere Pistole? Nicht hier. Krieg ich nochmal irgendwas dran? Was ist das da? Lock die Zombies mit Lärm an. Was ist das denn hier? Da geh ich doch lieber hin. Aber hier oben, hey, da waren wir doch damals, oder? Andenken. Oh, da geh ich auch gleich nochmal hin. Ich möchte ein Auto klauen. Irgendeins. Ey, das da hinten ist meins. Das hätte ich schon fast vergessen. Komm mit Auto. Ich brauch dich. So, jemand braucht eine. Jemand. Bestimmt wieder Eddie. Weil Eddie doof ist.